Hallo, Servus, Grüezi miteinander und guten Tag zusammen bei der 341. Folge Odyssey im Auftrag des Königs und wieder mit einem neuen Musikinstaller. Und ich hoffe, dass dieser diesmal klappt, also dass ich nicht mehr händisch sozusagen aus- und wieder anmachen muss. Was mir noch aufgefallen ist bei diesem neuen Musikinstaller, vielleicht erstmal auch für das Team, ich gehe mal auf Einstellungen und nein, das ist falsch. Stopp. Mache ich mit dem Mausrad. So, Achtung, Musik an, aus. Klar, die Musik ist an. Ich habe aber die Musiklautstärke runterregeln müssen. Und zwar aus folgendem Grunde. Die läuft nämlich noch, auch wenn ich die Musik abstelle. Hinderlich ein bisschen, finde ich. Also, ich werde jetzt im Laufe des Spiels prüfen, ob ich wirklich nicht, ob die jetzt so weiter durchloopt, die Musik. Aber das nur am Rande erfasst. Ich brauche ja nochmal die räuberischen Orks. Die sollen ja irgendwo sein. Und ich habe überhaupt keinen Ansatz bekommen, außer einer schriftlichen Notiz, wo die sich befinden könnten. Und wenn ich sie suchen müsste, ja, dann würde ich als allererstes mal, als allererstes mal, wo habe ich denn mein, nee, das ist falsch. Nee, ich muss noch wieder was anlegen, Leute. Und zwar Nimrushs Orklager werde ich mal. Da werde ich mich mal dezentral, nein, nicht dezentral, sondern genau zentral hier mich hinbewegen. Und sicherheitshalber nochmal auf die Karte gucken. Und mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass ich irgendwie in der Nähe von Amana suchen sollte. Das wäre dann, Moment mal, ist das denn jetzt richtig? Ja, okay. Jetzt gucke ich nochmal, ob es hier noch einige lustige Begebenheiten gibt. Adept, 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 Adept. Ja, ja, Party. Ey, warum macht ihr hier eine Party? Herrlich. So, lala. Wen haben wir denn hier? Kurt. Hey. Ja, okay, Kurt. Der ist mir jetzt völlig entgangen, der Kurt. Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. So. Ich suche nämlich jemanden. Ganz speziellen. Mal gucken, ob er hier dabei ist. Okay. Da hinten ist auch noch einer. Ja, wen suche ich denn wohl? Den suche ich, Bollock. Im Lager liegt ein Toter. Erklär mir das, Mora. Was sollen diese Andeutungen? Soll ich ihn etwa getötet haben? So, Mora. Du willst wohl damit sagen, dass du mit der Tat nichts zu tun hast? Ich warne dich. Wir werden dich im Auge behalten. Ich wusste das, weil ich hatte mal einen Probelauf gemacht und da bin ich an dem vorbei und dann hat er mir gesagt, ach du liebes Bisschen. Der hat mich schon mal gewarnt. Es wäre sehr schwierig, seine Berserker-Axt zu stehlen, aber hier gibt es ja wieder Ware. Zeig mir deine Ware. Genau, ich habe nur 14 Gold und was hat er hier? Nichts Wichtiges. Naja. Dann wollen wir uns mal auf die Suche begeben. Und zwar Richtung Süden. Das kann natürlich dauern, ne? Aber schaut euch mal hier diese Atmosphäre an. Diese Atmosphäre. Ja, okay. Ich werde dann mich wieder einschalten, sobald ich die diebischen Orks gefunden haben sollte. Das denke ich mal. Die werde ich wohl hier irgendwo finden. Schauen wir mal. Dauert ein bisschen bei mir. Okay, bis dann. So, da hinten über meinem Kopf, da ist Uga. Ich befinde mich südlich von Uga und sie sollen irgendwo an einer Felskante sein, auf dem Weg nach Amana. Das habe ich in der KL gelesen, also in der kompletten Lösung. Und ich sehe auch gerade, hier war ich gar nicht. Jedenfalls kommt mir das hier sehr unbekannt vor. Oh, Fleischwanzen. Aua. Aua. Oder ist bestimmt was drin.
Gut, okay. Es gibt ja nur Wanzenfleisch. Wanzen, Romanzen. Da haben wir ein Warainchen oder ein Feuerwaran. Oh, was ist das? Ja. Wüstenfeuerwaranix. So, nochmal hier. Fleischwänzchen. Da ist noch ein Fleischwänzchen. Oh, dass der immer so macht. Heilkraut. So, alles gelootet hier. Was gibt's denn hier Wertvolles? Ach, ein paar Kräuter. Okay, Heilkraut. Mhm. Mhm. Und er liegt hier mittendrin mit seinem... Da ist nicht zu holen. Ja. Gobo-Beeren. Ja, natürlich. Goblin-Beeren sind immer gut. So, sonst irgendwie was, wo der drauf liegt? Nee. Ja, da muss ich weiter suchen, liebe Leute. Ich denn hier auf der richtigen in der richtigen Richtung bin. Ich melde mich wieder. Und hier. Oh! Da ist was da oben. Das ist es bestimmt. Da könnten sich die Orkis aufhalten. Die Bösen. Die Räuberischen. Also muss ich hier hoch? Los! Leg mal einen Zahn zu hier, Roland! Lalala. So. Dann hechten wir mal dahin. Ich hoffe, dass wir da... Genau, richtig. Also das kenne ich noch gar nicht. Der Bereich ist mir völlig unbekannt. Schauen wir mal. Gehen wir mal noch nicht zu nah dran. Obwohl, da ist keiner. Speichern. Da läufst du und läufst du. Alles sieht so gleich aus. Und dann sind es doch völlig unbekannte Gebiete. Gucken. Da ist auch keiner drin, aber das ist Loot. Loot, Loot, Loot ist gut. So, Pfefferbeutel. Rum. Also, hier war ich definitiv noch nicht. Wacholder. So, Dille. Grock. Und hier ist eine Truhe. Da speichere ich mal ab. So, muss ich aufknacken? Nö. Alter Zettel. Haus, aus Haus bei Uga. Okidoki. Ja, den lese ich dann mal gleich. Was steht denn da drin? Ist hier noch was? Nö, hier ist nichts. Okay, dann... Ach, ich lese nochmal. Ich lese nochmal unter Schriften. Und neue Sachen sind meistens immer unten zu finden, denke ich mal. Denke ich mal. Oh, na, alter Zettel. Aus Haus bei Uga. Sorry. So, lesen wir mal. Was für eine Beule? Ich mach dich fertig. Was? I! Was will er denn von mir? Wer ist denn das? Wo kommt denn der plötzlich her? Ist er da einfach hingesprungen, hingespawnt oder was? mein Husten. Santiano, 500 Punkte. Ja, und jetzt? Santiano, wie komme ich auf Santiano? Santiago, nicht die blöde Gruppe. Sorry, ich finde die nicht toll. Das ist meine Meinung. So, zerknüllter Zettel Santiago. Ein Zettel gefunden bei einem Typen namens Santiago de Chile oder was? Oh, lecker, Lederbeutel, das ist gut. Okay, dann looten wir das mal alles. Und dann lesen wir erstmal den anderen Zettel mal ordentlich durch. Also... Oder ich habe jetzt hier wieder was falsch gemacht. Er hat mich angegriffen, weil ich eine andere Verkleidung anhab. Man weiß das ja nicht so mit einer Zutatenliste. Zerknüllter Zettel. So, erstmal den alten Zettel aus diesem Haus von der Truhe mal lesen. Hey Santiago, eigentlich müsste ich stolz auf mich sein, dass ich das Gold sicher aus Uga rausgeschafft habe. Aber die Männer von Torres wissen sicher schon, wo sie es suchen müssen. Ich werde daher eine Höhle aufsuchen, die ganz in der Nähe ist. Geh etwas bergab und dann in Richtung Amana. Salhadin. Salhadin, das hört sich auch sehr assassinisch an. Dann gehen wir nochmal auf den zerknüllten Zettel, Santiago. Quest, ich kann das immer nicht lesen. Stand da was? Ach, Beute, irgendwas mit Beute, okay. Nochmal. Gucke ich gleich im Logbuch rein. Hi, Salhadin. Was soll die Scheiße? Willst du mich linken oder was? Wo ist das Geld, du verdammter Penner? Mach bloß keinen Mist, ich werde diesen Zettel in deinem Haus hinterlegen. Wenn du dich nicht bald bei mir meldest, ist das Gold und das Gold herausrückst, mache ich dich fertig, Santiago. Hä?
So, Saalhardins Beute. Ich habe in einem einsamen Haus in den Bergen unterhalb der Stadt Uga einen Zettel von einem Typen namens Saalhardin gefunden. Der Brief ist für einen gewissen Santiago bestimmt. Saalhardin hat anscheinend Gold aus Uga gestohlen und in einer Höhle versteckt, die hier irgendwo in den Bergen sein muss, und zwar in der Richtung nach Amana. Da muss ich ja eh hin. Klingt interessant. Ja. Ich habe bei dem Typen, der mich so plötzlich überfallen hat, einen Zettel abgenommen, also jetzt in Rolands Sicht. Demnach ist Santiago der Komplize von Saalhardin. Anscheinend haben die beiden in Uga einen Raub unternommen. Saalhardin scheint die Beute mitgenommen zu haben, während Santiago geglaubt hat, dass ihm sein Kumpel betrügen wollte. Na, zumindest weiß ich jetzt, um was es geht. Also ist das jetzt gewollt, dass er mich unbedingt angreift? Okay, ich werde noch was trinken und abspeichern. Ups. Hey DJ, mach mal Mucke. Schade. Na, vielleicht kommt sie noch. Kann ja sein. Also irgendwo in der Höhle. Da unten ist ja eine Höhle, aber... Hier komme ich ja nur wieder runter und da hinten ging es nicht weiter. Ich werde mal wieder da unten hin sprinten. Jetzt wollte ich abspeichern. Nee. Naja, hat mir nicht wehgetan. Was soll's. Ich wollte sowieso runter. Ja, so geht's auch. Ja, Musik ist leider nicht da. Sade, sade, sade. Auch der Patch ist leider sans souci. Also hier ist ja eine Höhle. Aber da war ja nur dieser Feuerwaran und hat sich jetzt hier irgendwie ein Schatz gespawnt. Nein. Da sein können. Ja, liebe Leute. Wo geht's denn weiter? Muss ich weitersuchen? So, von da hinten aus bin ich gekommen. Ne, da ist ja das Häuschen. So, zur Orientierung. Und jetzt betrete ich wieder ein neues Gefilde. Weil ich habe da was gesehen. Was ist das? Greif, ne? Ja. Weggegriffen. Der Greif. Oh, da sind noch ein paar mehr. Flutsch. Zwei normale Pfeile reichen aus. Boah. Leute, also das ist... Und wieder eine Stufe gestiegen. Herrlichst, Leute. Herrlichst. So, komm ran. Looten. Ja, also scheine ich hier noch überhaupt gar nicht gewesen zu sein. Natürlich auch eine höhere Chance, um sozusagen auf die Orks zu stoßen. Oder, oh, da ist nichts. Oder auf die Höhle, die irgendwo sein sollte. Oh, hier gibt es noch ein paar mehr Greife. Also die Situation ist genau an anderer Stelle nämlich auch so gewesen, dass ich wo hier im Gebirge war oder an vielen Stellen dieses Gebirges und er hat mich erwischt, solche Greife ergriffen habe. Ne? Also, okay, habe ich schon. Ah, ich muss mich konzentrieren hier ein bisschen. Nicht zu holen. Ja, ist gut. So, vielleicht sollte ich auch mal abspeichern. Geht's hier irgendwie... Ach, hier geht's auch wieder hoch. Okay. Gucken wir doch mal, wo es da hoch geht. Wo war das? Ja, hier. Upsa. Vertreten. Roland hat sich vertreten. So. Okay. Erstmal hier mal gucken, bevor wir die anderen Greife da unten fertig machen. Hehe. Stopp, hier ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle. Ja, merken wir uns mal mit so zwei großen Felsen rechts und links. So, und da ich nicht weiß, was mich erwartet, vielleicht irgendwie schweres Geschütz. Ich erstmal den Sprengpfeil einladen. Kann ja sein, dass irgendwelche bösen...
Ein Leopard. Geht's hier auch noch weiter? Nee, da ist Ende. Okay, ein Leopard haben wir da. Hat er mich schon erblickt? Alter. Okay. Leopardenfeld. Ich glaube, das ist mein zweites. Also, okay. Die Alt-Taste habe ich ja jetzt wieder nicht mehr so definiert, wie ich es. Da ist noch einer. Los. Oh Mann. Nee, das ist Mist. Der ist mir auch zu nah. Also werde ich das mal. Wo ist er denn? Lahm. Da ist er. Oh, ho, ho, ho. Knappe Pop-up. Okay. Ja, ist das die Höhle, wo der Schatz ist, oder was? Mein Schatz. Okay. Oh, ich blute wieder. Goldener Kelch. Goldener Ring. Goldener Gerzenständer. Goldene Schale. Goldene Halskette. Ist das der Schatz? Von... Stopp mal, da ist ja wieder ein stinkender Zettel. Schmutziger Zettel. Zettel. Leopardenhöhle. Goldbrocken. Goldenheil. Also das ist ja wohl bestimmt dieser Schatz von diesem Sahardin. Oder wie hieß es? Sahardin. Ach, hier ist noch eine. Hier ist noch ein goldener Teller. Lalalalala. Ich möchte mal wissen, wie viele Leute diese Höhle wirklich im Spiel entdeckt haben. Weil ich hätte sie nicht gefunden. Ich werde mal was essen, trinken und den Zettel aus der Leopardenhöhle lesen. Aha, Sahardin. Hey Santiago, ich weiß nicht, ob du den Brief in meinem Haus in den Bergen unterhalb von Uga gefunden hast. Ich wollte das erbeutete Gold hier vergraben. Leider aber habe ich zu spät gemerkt, dass das eine Leopardenhöhle ist. Ich versuche hier rauszukommen, wenn es nicht klappt. Tja, dann gehört wohl das ganze Gold. Dann hört dir das ganze Gold. Sahardin. Ja, also, er wollte es irgendwie vergraben, ist nicht dazu gekommen, weil der steckt jetzt hier in den Bäuchen dieser beiden Leoparden. Gott, Innus möge mit dir sein, oder Belia, je nachdem, wo Sahardin zugehörte. Okay, weiter hoch bitte sehr. Und, apropos, ich bin südlich von Uga. Guck ich mal auf der Karte. Ach, ich kann jetzt übrigens, glaube ich, mit M direkt. Ja, richtig. So, ich bin jetzt exaktement. Ah ja, über der Plantage an dieser Kante dort. Oh, weia, oh, weia, oh, weia. Oh, Plantage, Plantage, Plantage? Ist das die Plantage, die er. Ich bin fertig, Mora. Da sind sie, die Orks. Kommen sie runter? Oder bleiben sie da oben wieder an der Kante hängen? Okay, schnell mal speichern. Ja, der DJ macht Feierabend. Leider ist die Musik wieder weg. Ja. Nee, ich wollte was anders machen. Und zwar nochmal hier unter Einstellung die Musik wieder aktivieren, damit ihr das auch sehen könnt. Aus, an. Zack. Das habe ich sonst mal ausgeblendet. Und sicherheitshalber mal den unter Artefakte, den Ring mal wieder aktivieren. Na, wo bist du? Da bist du. So. Oho, das sind bestimmt die Räuberischen Orks. Oh. Oh. Ach, da oben. Da oben sind sie. Ja, okay. Da oben sind ja die. Mal gucken. Boss der Ork-Banditen. Aua, das tut weh. Aua, aua. Tja, dann ist doch keine Salbe. Zwischen den Beinen. Ja, bleibst du hier? Ich brauch doch hier diese schöne Crush-Marok. Oder da oben sind sie alle. Oder so. So geht's natürlich auch. Nee. Bisschen weiter zurück. Genau, richtig. Ah, abgeprallt. Okay. Vielleicht kann ich den Winkel ein bisschen flacher nehmen. Jawohl. So läuft's doch.
Da laufe ich jetzt nicht hinterher. Ich vertraue darauf, dass die Reibung, der Reibungskoeffizient die Waffen zum Stoppen bringt. Haha, so einfach ist es, liebe Leute. Herrlich. Okay, alles genommen. Oder mal kurz zwischenspeichern, ne? So, nochmal vorsichtig gucken, ob da noch mehr sind. Da müssen noch mehr sein, weil ich vertraue darauf, dass genau richtig Ork-Bandit. Okay, die nehmen keine Notiz von mir. Boss der Ork-Banditen. Erstmal gucken, was er da Besonderes hat. Nichts Besonderes. Das sind normale Ork-Banditen. Apfel, Waldbeere, Wein. Okay, das ist gut. Finde ich klasse. Okay. Den habe ich und jetzt den noch. Dann ist gut. So, dann schaue ich mal, ob ich die restlichen nämlich auch noch so hervorlocken kann. Aufpassen, dass ich die Pfeile nicht hier in den Sand bohre. Brauche ich einen speziellen Winkel und am besten gute Deckung. Ah. Freunde auf der Rhein hier, oder was? So. Muss weg hier, weil da auch Armbrustschützen sind. Da ist er, da ist er. Na? Knapp. Also auch ein bisschen zu flach hier. So, der nächste. Mist. Der weiß nicht, was er machen soll. Kommt er mir denn jetzt nach oder was? Ja, okay. Wenn er hustet. Mann, oh Mann, riskant ich bin. Orksche Armbrust, Weidenbeere, Goats. Hier auch. Dann gehen wir hier nochmal gucken, holen nochmal hier die Wäffelchen und gucken, ob hier was runtergekullert ist. Nein. Ach, Leute, habe ich denn eigentlich noch die Vollheilung? Ja, habe ich noch. Und dann speichern. Gucken wir mal, ob noch mehrere da sind. Ich meine, einen hätte ich noch. Ja, genau, da ist er. Der Orksche Bandit. Bandit, Orksche Banditen. Ich mach dich fertig, Mora. Na komm. Na genau, richtig. Mist. Der trifft mich, ich treffe ihn. Er ist hin. Okay. So muss man halt eben ein bisschen den Preis bezahlen. Orksche Armbrust. Ork-Bandit looten. Ja. Auf jeden Fall gibt es hier ein bisschen Gold. Und hier haben wir eine schöne große Plattform. Wobei ich auch mal wieder denke, mein Gott, hier war es doch auch schon mal. Das sieht alles so gleich aus. Gucken wir mal auf der Karte. Ich befinde mich jetzt, wo befinde ich mich denn jetzt? Ach so, okay. Unterhalb im unteren Drittel auf der linken Seite an der Spitze. Dann werde ich hier mal gucken, ob wir ein bisschen was finden. Speichern mal. Mal gucken, vielleicht sollte ich mal hier diesen Platz mal ein bisschen mehr abluten beziehungsweise abgrasen. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, weil das alles so gleich aussieht. Moment mal, da hinten ist diese Schneise. Diese Brücke, genau, richtig. Da hinten waren ja auch noch Wüstenbanditen hier über meinem Kopf. Deswegen erinnert mich das hier so dran. Und ich bin ja auch mal hier entlang gegangen. So deucht es mir leicht in meinem Schädel. Ja, ich glaube, die Ork-Banditen. Oh, no, da sind noch diese komischen anderen Teile da. Wie heißen die nochmal? Und hier gibt es noch Wüstenschattenläufer. Gucken. 3 Stück.
Hm. Haben die eine harte Haut? Oh, den nächsten will ich nicht mit Pfeil und Bogen. Das Timing nicht gestimmt. Achso, okay. Okay, 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 okay. Ich wusste jetzt nicht, dass hier noch so viele Peoples kommen oder so viele Wüste, Schattenläufer. So, dich auch hier. Naja, okay. Und weg. So hat das Timing jetzt gestimmt. Wusch. So. Noch mehr. Ich guck noch mal lieber auf der Karte, falls ich wieder hier hin muss. Ja, noch mehr. Ich guck auf der Karte jetzt, falls ich noch mal irgendwo hin muss, wo das jetzt genau ist. Okay, ganz links unten vor diesem ulkigen. Also ich weiß, wo das ist. Habe ich mir jetzt gemerkt. Ich möchte ganz gerne doch wieder zurück nach Uga. Dann komme ich später nochmal dahin, um die Sandleute dazu, die Golems dazu eliminieren. Ich möchte ganz gerne doch noch hier die Quest abschließen. Liebe Freunde, indem wir Chumbok, Tangrosch, Krutschok, Chumbok. Ich komme mit dem Namen auch nicht klar. So, weil die Zeit ist nämlich schon reif, sehr, sehr reif. Ja, ein bisschen haushalten mit der Zeit. Okay. Ja, Chumbok. So, gespeichert, ansprechen. Die Ehre der Orks ist wiederhergestellt. Die Ehre der Orks ist wiederhergestellt. Die Räuber sind tot. Gute Arbeit, Mora. Du hast uns sehr geholfen. Hier 300 Gold. Genau, 300 Gold erhalten. Ja, dann habe ich die Ehre der Klingonen, der Orks wiederhergestellt. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Kommentar, Daumen, ne, brauche ich nicht mehr erwähnen, denke ich mal. Ciao.